Und willkommen zurück zu Orcs Must Die. 2. Oh ja. Yeah. Ich habe ihn jetzt ein bisschen lauter gestellt, hoffentlich passt es dann. Schlucht des Verderbens. Keine Ahnung, warum ich ihn auf einmal auf 200% schieben muss. Servus. Hallo? Ja, was denn? Ich dachte, du sagst irgendwas. Ich höre gerade den Leuten zu, machst du das nicht? Die reden am Anfang des Levels doch immer. Hä? Wenn, dann reden die so leise, dass ich die nicht höre. Naja, er hat sie gerade gefragt, warum zur Hölle hat sie überhaupt die Orks durch die Gegend geschickt. Sprachlautstärke, warte, das... Das tun wir mal ein bisschen lauter. Okay. Wir haben wieder zwei Spalte. Da ein und da ein. Da rollt ein Ding jetzt rum. Sollen wir wieder Seitenteilung machen, oder was meinst du? Komm mal. War eine Frage. Das muss ich auch antworten, ja? Wir können auch, warte. Wir machen einfach... Wir kämpfen einfach alle beide auf der gleichen Seite. Oh, übrigens, nettes Outfit. Deckendinger sind unnötig, oder? Weil hier ist keine Decke. Ist das jetzt bei dir das DLC-Outfit? Das war eine Frage, beantworte sie mir! Hier kannst du nichts an die Decke setzen. Okay, Säurespucker, Eisfalle. Fallen sind eine feine Sache. Gesundheit-Regeneration brauchen wir, glaube ich, noch nicht. So stark kommen die Gegner nicht vor. Und das sind wir vielleicht dann so. Ach, das verängstigt Gegner, lol. Das ist ein Teleporter. Warte mal, kann man? Ne, man kann die Gegner nicht herunterschmeißen, oder? Schwer machbar. Okay. Was soll ich noch mitnehmen? Ich kann mich nicht entscheiden. Ich sehe leider nicht mehr, was du hast. Doch, natürlich. Ach, lol. Nee, ich hab schon Sachen gesetzt. Also, ich habe jetzt aktuell den Speer da drin, die Eisfalle und die Säurefalle. Keine Ahnung, ich kann jetzt noch diesen Geisterkrug mitnehmen, so wie du das hast. Und was noch? Nimm doch das mit dem... Ja, das nimmst du mal mit. Ich wollte das nur mal testen. Was denn? Geisterkrug wollte ich mal testen, wie gut der ist. Ja, ich habe immer noch einen leeren Slot. Was soll ich noch mitnehmen? Probier einfach irgendwas aus, worauf du gerade Lust hast. Ja, keine Ahnung, ich weiß nicht, was gut ist zum Bauen. Oder baust du alles? Ich weiß auch nicht, aber... nö. Kann ich schlecht, du hast auch Kohle. Ich weiß nicht, wie das Geld aufgeteilt wird, ehrlich gesagt. Was soll ich noch eine Waffe mitnehmen? Zwergraketenwerfer habe ich hier noch. Oh geil, man kann gedrückt halten mit der Armbrust. Das gab es im ersten Teil nicht. Ich habe hier auch ein Regenerations-Item, aber ich weiß nicht. Schaden haben wir bislang nie wirklich erlitten. Ja, richtig. Das ist nicht so nützlich. Keine Ahnung, willst du eine Falle haben oder soll ich was anderes mitnehmen? Nimm was anderes. Wir haben eigentlich genug Fallen. Okay, das macht eigentlich keinen Sinn. Regeneration brauchen wir nicht, das ist nur für Wächter. Teleportieren, weiß ich nicht. Ist das sinnvoll, wenn ich mich teleportieren kann? Teleportationspunkt machen und dahin teleportieren? Kannst du machen, dann mach einen direkt hier am Ausgang. Falls einer uns entwischt, kannst du mal schnell zu ihm zurückkommen oder so. Okay. Das ist dann wahrscheinlich auf Rechtsklick, oder? Bei größeren Maps ist das natürlich dann vielleicht auch ein bisschen sehr hilfreicher, aber... Ja? Keine Ahnung, wie das aus... Ach so, ich platziere das Ding mit Linksklick. Okay, dann machen wir es hier direkt am Ausgang. Na gut, gucken wir mal. Okay. Kannst du so ein Giftding genau in die Mitte zwischen meinen zwei Pfeilfallen bauen? So ein? Ganz besonders. Ja, wunderbar, danke. Okay, willst du Eis? Oder willst du haben? Erstmal noch nicht, mal schauen, wie weit sie kommen. Soll ich mein Geld erstmal drin lassen, oder was?
Ja, oder noch eine Giftwand in die Lücke zum Beispiel, ja. Okay, ich habe immer noch Geld übrig. Ja, kein Problem, wir brauchen für die zweite Seite dann Kohle. Also das soll ich einfach behalten, okay. Ja. Mal schauen. Ja. Ich schätze, mit der Armbrust sind nur Headshots richtig damage-mäßig. So, jetzt probieren wir das mal. Ah, jetzt laufen sie zurück. Sehr geil. Kann sehr nützlich sein, würde ich mal sagen. Vor allem bleiben die einfach da drin stehen, weil sie nicht weiter zurücklaufen können. Gut, es gibt so wenig Möglichkeiten, den Gegner in die andere Richtung zu bringen. Weißt du, ich fand das Zepter der Beherrschung immer so sinnvoll, weil die Gegner dann halt stehen bleiben, um den einen zu bekämpfen, den du übernimmst. Kann man sich auch gleich verschaffen. Okay. Ein erfrischender kleiner Kampf. Oh, der öffnet sich jetzt direkt. Beim nächsten Mal sollte ich noch Federn mitbringen. Es ist an der Zeit. Ich hab keine Kohle mehr. Okay, mach einen Spucker hier hin. Willst du hier lieber deinen Teer haben oder soll ich Eis platzieren? Mach ruhig Eis, den Teer mache ich nur, um sie zu verlangsamen, wenn sie dann auf die Brücke kommen. Dann werde ich da vorne eben. Also, okay. Lass die Kleinen nicht durch, die sind sehr nervig. Bisschen schneller, also bevor die Falle sich auslöst, laufen die schon durch. Die kleinen Racken. Aber die sind dafür One-Shot, ohne Auflage. Wir sind noch nicht fertig. Nächste Welle, wo brechen sie jetzt raus? Ich bin bereit. Heute fühle ich mich so verspielt. Oh, die sind aber sehr schnell. Ja, du kannst halt so richtig gut spammen. Für die Kleinen ist das sehr gut, die zu erwischen. Okay, andere Seite ist jetzt wieder aus. Bleib auf der. Wenn ich so weitermache, gehen ihm bald die Orks aus. Ja, wäre gut. Weiß nicht, hörst du auch das, was mein Charakter sagt, oder hört das nicht? Kommt drauf an, meiner hat gerade gesagt, Trefferserie. Deiner hat danach gesagt, geht der, dann leckt der. Ja, der leckt. Und deiner hat dann gesagt, ja, na Jungs, habt ihr mich noch nicht. Ich wollte da reinlaufen. Komm. Ein Päuschen. Nein, ich will keine Zeit verschwenden. Es ist an der Zeit. Es ist gut, wenn das Minecart da einmal durchfährt. Herrlich, ja, das hilft. Deiner Seite. Mein Gott, also irgendwie leckt gerade ein bisschen. Keine Ahnung! Ja. Nein, das ist gut. Was? Nein! Aber da kriegen wir doch nicht mehr die vollen Punkte, oder? Ja. Was? Nö. Ja, natürlich. Ja, warum war's? Warum sagst du denn nicht, dass du Hilfe brauchst? Mein Gott, Mann! Gesagt, es laggt und ich war die ganze Zeit auf der Brücke. Ne? Ja, was kann ich dafür, denn Horst, halt du! Schon vorbei. Ist es nicht ziemlich kalt hier? Los geht's! Oh, letzte, okay. Woohoo! Das Problem ist halt, wenn wir es nicht von Anfang an mit 5 schaffen, müssen sie es ja später nochmal machen. Das finde ich halt nicht gut. Das letzte Level auch nicht mit 5 geschafft hast. Ja, das fand ich ja auch doof. Deswegen habe ich diesmal auch Instant Enter gedrückt. Ja, aber ist dir bewusst, dass es also okay. Die du gar nicht mit der... Schau mal, wir müssen erstmal Zeug freischalten, damit es einfacher wird.
Schon mal drüber nachgedacht? Ja, aber ich dachte, das Spiel ist so konzipiert, dass wir von Anfang an auch auf Kriegsmagier durchspielen können. Was? Teleportieren? Benutzt dein Spektralbild, falls du es hast. Sie sind auf der Brücke! Du meinst das da? Ja. Sehr gut. Ich habe irgendwie das Gefühl, die sind zäher. Davon habe ich hier nichts gelesen, ey. Orks bestehen aus so vielen. Oh Mann. Seitlich müsste das aber ganz gut hinkommen. Nur der eine, der halt durchläuft. 12 Sekunden hätten wir noch gehabt. Boom, Federfalle. Was? Ohne Mana, 3 Schädel extra. Oh, ist mir gar nicht aufgefallen. Also ich weiß nicht, ob du Mana verschwendet hast, oder beziehungsweise benutzt hast. Weiß ich auch nicht. Also, ich kann dir sagen, mein Zepter ist jetzt auf Max abgegradet. Was soll ich jetzt upgraden? Welche Falle benutzt du am allerliebsten? Weiß ich nicht. Ich weiß ja nicht, welche sinnvoll ist. Kauf mal. Also, du kannst ja eine neue kaufen. Achso, okay. Welche denn? Ein paar von denen. Die mit dem Schild werden storymäßig freigeschalten. Okay. Aber ansonsten... Also, ich kann mir Dampf, Münzpresse und... Kavumfass kaufen. Das sind alle, die ich mir kaufen kann. Naja, die sind alle drei irgendwie nicht sehr nützlich. Okay, soll ich sparen? Ist auf irgendwas anderes? Okay. Spar. Der Übergang. Nette Map. Ah, das hat jetzt den Nachteil. Hier unten kann man nichts an die Seite bauen. Oben schon. Wir brauchen also Damage am Boden. Wir heiraten und du setzt eine kleine Armee vom Kriegs. Hey, warte mal, das hier ist der Ausgang, oder? Ach, wir haben 2 Ausgänge. Ja, das höre ich ständig. Und 2 Eingänge. Haben die hier hinten auch eine Verbindung? Ja, aber da laufen keine Gegner lang, oder? Oder? Die laufen auf. Also in diese Zwischending, der ist egal. Okay. Was machen wir dann jetzt hier im Schild? Ja. Glaubst du, Sprungfallen sind gut, um die hier in die drunter zu schmeißen? Oder glaubst du, wenn ich die von hier aus zu dir rüber schmeiße, dass die dann, naja, auf deiner Seite landen würden? Also Sprungfallen, warum nicht? Wenn du das ausprobieren willst, dann mach das mal ruhig. Und schau mal auf die Gegner, die es diese Runde gibt. Nur für dich! Säure, eine Decke haben wir hier wieder nicht? Nee. Zumindest nicht hier. Haben wir hier eine Decke? Da hängt ein Ding oben. Ich weiß nicht, ob da Platz ist, was dran zu bauen. Wir hätten direkt beim Eingang drinnen, wo die rauskommt, eine Decke. Hm. Lohnt sich nicht wirklich. Ah ja, gut. Ich habe jetzt doch ein Item, eine Waffe gekauft, die ich im ersten Teil sehr toll fand. Also, sollen wir jetzt wieder seitenmäßig machen, oder? Ja, warum nicht? Glaubst du, es würde dann bei dir landen, wenn ich hier so eine Sprungfalle platziere? Möglich. Aber müssen wir testen. Kommt aufs Gewicht an. Ah. Ah, okay, die sind nicht so billig. Und natürlich gibt es Sachen, die du damit nicht durch die Gegend schleudern kannst. Also vergiss das nicht. Okay. Und so beginnt es. Gegner spawnen erst nur bei mir. Also oh, ja. Warte, die überleben einmal Gift? Was? Sogar zweimal? Wie zäh sind die denn? Oder ist das Ding so schlecht geworden verglichen mit dem Teil 1? Oh, scheiße, Nolljäger, ja. Auf dich habe ich Bock. Halten Sie zurück! Aber kannst du mal. Alter, ich hab manchmal den Eindruck, auf der Brücke liegt irgendwas Goldenes. So ja, dann haust halt du, wenn du dich beschwerst. Immer wenn's am schönsten ist.
Die Herren stacheln, verletzliche sich. Ich wär soweit. Oh! Oh shit. Sie sind oben! Da ist er weg. Oh ja, sogar den kann man schleudern. Sehr gut. Oh, einer lebt und ist unten, wie es ausschaut. Einer ist auf der Brücke gelandet, oder was? Ja. Ah ja, von der... in der Mitte landen die anscheinend auf deiner Brücke. Aber ich weiß nicht, ob das halt auch vom Gewicht her abhängt. Ich will mehr. Max. Also ist okay. Tue ich den mal weg und pack hier Eis hin. Meine Spielzeuge. Und hier dann wieder die. Was ist das hier für wieder Eis. Ich bin gerade sehr enttäuscht, dass die Waffe so schwach ist, verglichen mit meiner Erinnerung. Muss man nachlesen, vielleicht sind die Kugel auch einfach doppelt so stark oder keine Ahnung. So viele schöne Tode hintereinander. Haltet sie schnell auf! Da ist ein Knirps. Sie sind schon nah dran. Ah? Ah, okay. Hast du ja noch tot gekriegt? Ja, den einen Knirps schon, ja. Wie schön sie fliegen werden. Es ist soweit. Alles wieder an. Die Kerle kämpfen beide gegeneinander. Okay, der ist, glaube ich, gestorben. Oh, Knolljäger. Übernimm den am besten. Ah, okay. Gut, dass man den runterschmeißen kann. Das ist ätzend gegen den Gegner. Haltet sie zurück! Oh, Knolljäger. Einmal überfahren. Ach, der lebt noch? Ja. Hab ich ihn erwischt? Die, Knolljäger und Kruger und so weiter, die lassen sich fallen. Das weiß ich. Fliegt davon, meine kleinen Freunde. Ich wär soweit. Ah, scheiße, ich hab einen Ogre. Wäre cool, wenn du den kurz übernehmen könntest, wenn du runterschauen kannst oder so. Sehr gut. Hab ich Zeit, den zu töten. Danke. Sie sind oben! Oh, du lässt ihn die anderen umbringen. Ja, das auch. Ein klarer Beweis meiner Überlegenheit. Das hat mir noch gefehlt. Lasst uns spielen. Oh, köstlich. Für Wellen haben wir eigentlich 7, okay.
Der Bogenschütze, den du mir geschickt hast, hat's überlebt. Okay. Ja, aber es ist lustig, die liegen dann genau am Rand und dann werden sie genau auch die Kombination, nach der ich gesucht hatte. Also manche fahren gleich ganz runter. Ich schaue ja. Immer wieder rüber. Wie sie fliegen. Achso, ja, sieht so aus, als wenn die meisten Gegner gerade fliegen. Ja, aber jetzt fängt es bei dir langsam wieder an. Ja. Kommst du dir rüber? Kann große einer ist unten bei dir, da wird angefahren. Halten Sie schnell auf! Oh, ah, okay. Das ist so anstrengend. Ja, wir haben noch mal Zeit. Oh ja. So vorhersehbar. So viele Fallen und so viele Opfer. Haltet sie zurück! Die unten sind auch Gegner, aber gut. Ja, aber ich warte gerade noch ein bisschen. Ich glaube, die Fallen müssen eigentlich schon langsam aushalten. Ich muss halt nicht ernsthaft treffen lassen. Das ist echt schade. Mehr Punkte. Also da ist was Fettes dabei. Ja, also bis jetzt sind alle verreckt. Sehr ermutigt. Ah, oh, okay, da kommt ein Ogre, das ist dann die perfekte Kombination. Hast du auch ein Fett bei dir? Ah. Nur diese Steintypen. Sie sind oben! So, wie viele waren das jetzt? Oh, war es bei dir? Ich glaube, wir haben auch einfach... Fuck! Das war nicht gut. Jetzt haben wir nämlich Spaltpunkte verloren. 3 Stück. Warum verlieren wir den... Was soll denn das? Warum verlieren wir den Spaltpunkte dafür? Was ist... Von der Zeit her hätten wir noch... Fick dich, Spiel, WTF. Ich dachte, ich habe eine Respawn-Time oder sowas. Na, das auch. Ne, das war eigentlich viel zu schnell dafür. Also ich erkläre, spiel jetzt einfach erstmal so durch. Soll ich jetzt irgendwas kaufen? Wenn du was kaufen kannst, aber warum fragst du mich dazu ein? Ich brauche jemanden, der mich beratet. Berät? Naja, ich kann nicht beraten. Beraten? Oh, ich habe den Zwergenheini freigeschalten. Will cool. You this? Ist Schwefel gut? Ist eine Schubfalle gut? Ist ein Zerstampfer gut? Möchte Bogenschützen haben, wann kriege ich die? Soll ich eine Waffe kaufen? Hör, ich kann auch eine Armbrust kaufen, okay. Ja, nur 2 Waffen sind exklusiv. Verzauberungsstab und Donnerbüchse, der Rest sollte eigentlich gleich sein. Ich habe nur 5 Schädel, ich kann gar nichts machen. Aber mit der Armbrust bin ich nicht so zufrieden wie im ersten Teil, ganz ehrlich. Und die Alchemistentasche irgendwie auch nicht. Geil, übrigens, es ist vollkommen egal, was du alles kaufst. Wie du weißt, kannst du ja unten auf Schädel zurückerstatten drücken und kriegst alles wieder und kannst von vorne, falls du was komplett anderes möchtest. Auf Kosten von Mana aller Fallen? Was? Hä? Wovon redest du? Fallen Rücksetzungsschmuckstück. Ach so, ja, das ist sehr nützlich. Das braucht man auf jeden Fall, wenn wir endlos machen. Aber nur so als Hinweis, es funktioniert bei Fallen, die man zurücksetzt. Ja. Nicht bei allen. Wie zurücksetzen? Was meinst du mit zurücksetzen? Na, es gibt Fallen, zum Beispiel das Ebenenportal, wenn da einer durchläuft, dann dauert es 2 Minuten, bis das Ding wieder aufgeladen ist. Und wenn du da drauf drückst, ist es instant aufgeladen. Verstehst du? Ach so. Hä? Aber alle Fallen haben, nachdem sie schießen, eine Zeit, wo sie nicht mehr schießen. Ja. Aber bei den meisten ist es vielleicht nur ein paar Sekündchen.
Ja, wenn du es ausprobieren willst, probier es aus, das ist doch mir wurscht. Also, ich draufklicke jetzt ganz da. Also mir reicht schon die Passive davon aus, dass Fallen schneller zurückgesetzt werden. Wir müssten ja eigentlich öfter ballern. Oder Iimi. Ja, grundsätzlich würde ich das... Oh, das ist jetzt dieser Riesen-Map. Oh. Ich dachte eigentlich, nur der älteste lebende Kriegsmann wird eine neue Spalte öffnen. Und bist das nicht du? Was genau willst du damit sagen? Wir sind die letzten beiden Kriegsmagier. Und du bist alt. Älter. Als ich. Mhm. Nicht wirklich steinalt oder so. Du siehst immer noch gut aus. Tatsächlich. Sprich nur weiter. Ich glaube, wir verstehen uns. Ah ja. Gut. Aber ich würde sagen, das machen wir im nächsten Part. Wir werden nicht vergessen. Ciao. Tschüss.